Zweite Runde, sechs, die siebte Runde sind wir jetzt. Mehr Glück als Verstand in einigen Spielen. Einige Jägerprofis würden jetzt wahrscheinlich sagen, wer sich so eine Scheiße zusammenspielt, der hat den Sieg eigentlich gar nicht verdient. Aber dafür, dass ich eigentlich so, ich sag jetzt mal, realistisch das erste Mal mit dem Jäger spiele, also ich habe den irgendwie ja schon auf Level 10 gebracht, mit dem Grümmelzeug, was der halt so kriegt und was ich so bisher als Free-to-Play-Spieler bekommen habe. Also so wirklich Erfahrung mit Jäger habe ich dann auch nicht. Und wenn man da natürlich so ein paar fatale Spielfehler macht, wie ich in den letzten Spielen, ist eigentlich schon verwunderlich, dass man trotzdem hier noch in der Arena steht. Ah ja, jetzt kriege ich ja einen, der mal zeigen kann, wie man es richtig macht. Lasst die Jagd beginnen. Ich bringe euch zur Strecke. Ja, die Karte, die ich nicht leiden kann, aber die mir eben den Sieg gebracht hat. Ach, das ist aber hübsch. Da sind die Hunde wieder. Gucken, ob wir sie diesmal zu einem sinnvollen Zeitpunkt einsetzen können. Jetzt hat man mir gesagt, in Runde 2 lieber schießen. Aber ich spiele mal Protraktor. Ich bin immer so ein Fan von Dingen, die auf dem Tisch liegen. Jetzt muss der andere ja auch immer reagieren. Ja, den Gemüse hier. Karotten haben uns eben Glück gebracht. Das wäre ein Radieschen gewesen. Finde ich gut, dass Blizzard das eingebaut hat. So für den Farmwill für zwischendurch. Bitte geben Sie hier Ihren Battletech ein. Battletech. Der scheint ein Profi-Jägerspieler zu sein. Oder zumindest einer, der den gleichen Guide gelesen hat. Weiß man ja immer nicht so genau. Oh, man weiß es immer nicht. Na, hier, wenn ich jetzt ausspiele, weiß er Bescheid. Ich kann dann schon mal angreifen. Sagen, mehr spielen wir jetzt aber mal nicht, bis er nicht auch mal irgendwas macht. Ansonsten, das zum Beispiel könnte er ja machen. Ne? Was reagiere ich denn jetzt da drauf? Wenn ich jetzt jemand der 4 überlebt, der... Da jetzt die Hunde loszulassen, wäre ein ganz klein bisschen übertrieben. So, jetzt brauche ich ihn nämlich auch gar nicht groß mich um den Kreuzritter zu kümmern. Der muss ja jetzt dagegen rennen. Oder irgendwas anderes machen. Aber auf jeden Fall ist das Gotteschild dann weg. Das ist ja das, was mich aktuell stört. Na, zieht er sich denn da? Fass für 5. Oh. Ja, das klärt meine Frage von eben. Lass mal weg damit. Zielen. Ah, Headshot. Haben wir auch getroffen. Hauptsache weg. So. Okay. Zack. Jetzt hat sich der hier nämlich auf jeden Fall schon mal gerechnet. Er hat sich selbst gezogen und er wird auf jeden Fall zwangsweise nochmal ziehen, weil er muss ihn ja erstmal umbringen, damit er weg ist. Und wenn er stirbt, dann ziehe ich auch eine Karte. Eigentlich eine ziemlich coole Karte. Das ist aber nicht halt nur, was die weiß. Ist das nicht gewöhnlich? Man weiß es nicht. Erntegolem. Das kann ich auch. Will ich aber gar nicht. Ja, gut, aber vielleicht muss ich auch so ein bisschen was machen. Und der Artigolem ist ja immer hübsch. So, wird er natürlich den hier zerlegen? Vermute ich mal. Er muss ja jetzt ziehen. Also er ist quasi unter Zugzwang. Ja, oder so. Auch eine Option. Hätte ich auch gemacht. Nächste Runde. Mal schauen. Er wird jetzt wahrscheinlich bei mir erstmal großzügig abräumen. Sag mal, da die zwei dagegen, der dagegen, der dann nochmal hinterher zum Ansturm.
Ach, ich habe schon hier die Fähigkeit gelesen, wo seine Viecher alle einen Plus kriegen. Er hätte jetzt aber geweint. Auch eine Option. Ziehen wir nochmal nach. Oh. Das wird gleich spaßig. An den Golem willst du nicht abräumen? Ja, unerwartet jetzt. Schau mal, Kollege. Das wird jetzt unangenehm. So. Der kostet 2. Muss man sicher gehen, dass wir jetzt keinen Blödsinn machen. Der muss. Dann go meine Güterchen. Erstmal die Hand wieder voll. Finde ich auch. Und jetzt müssen wir noch intelligent abräumen. Das ist schon mal gut. Oh, guck mal, wie der wächst. Das ist auch, finde ich, verpflichtend. Das und das. Und das. Ach ja, das sieht doch schön aus. So ein 10-3er als Endergebnis vom Abräumen plus die Hand wieder voll. Kannst du nicht meckern. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Aber jetzt habe ich schon zweimal gesagt, ne? Da müssen wir, glaube ich, erstmal hier. Machen wir hier Radieschen. Radieschen sind immer schön. Jetzt kommen noch wieder die letzten Verzweiflungsakte. Aber das wird ihm jetzt auch nicht mehr viel bringen. Wenn da jetzt nicht irgendwas Prickelndes kommt. Er muss ja den loswerden. Den kann er natürlich mit dem Schwein hier aussorgen. Aber wenn ich das auf meine Hand gucke, da sind nur Reserven. Immunität, das finde ich unangenehm. Tja, machst du noch was mit dem Schwein? Zu erwarten. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns nicht allzu blöde anstellen. Wir könnten das erstmal da alles wegräumen. Das wäre eine Option. Ich kann natürlich auch den spielen und damit das wegräumen. So viele Möglichkeiten. Den jetzt vielleicht eher nicht. Ist ja ein bisschen übertrieben. Er ist halt für 7 so schweinemäßig teuer. Das macht gar keinen Spaß, den zu spielen. Dann blockiere ich mich ja komplett. Ich würde sagen, das ist ein guter Start im Tag. So, dann haben wir noch 4 übrig. Das ist ja kein Wildtier, das bringt nichts. Ich nehme einen Spotter. Hau ihn nochmal für 2. Oder hier. Oder da. Na, lieber da. Ist immer so, wie gesagt, dieses Glücksspiel am Ende. Das ist ja ein ziemliches Glücksspiel, sowas zum Beispiel. Ist immer ganz unangenehm. Ach, das ist der andere. Ich dachte schon, das wäre der Plus kriegt für jede Karte. Ah. Bringt mir Stahl! Jetzt könnte man natürlich hier nochmal so einen Abräumer einstreuen. Oder groß aufbauen. Wenn ich jetzt den ausspiele, dann muss er reagieren. Ansonsten ist er tot. Können wir für 6 ausspielen. Das ist halt alles nicht so. Der Brüller. Aber legen wir ihm den mal als Futter hin. Es hat da so ein bisschen Zugzwang, sage ich jetzt mal. Weil wenn er den jetzt nicht kaputt macht, dann ist er auf jeden Fall tot. Da muss er sich jetzt was einfallen lassen. Jäger hat jetzt ja nicht unbedingt so die Removal-Karten auf der Hand. Hoffe ich jetzt mal. Also wird er wahrscheinlich den mindestens opfern müssen. Tja, der vermehrt sich schon wieder. Guckst du mal eine Sekunde nicht hin, wenn die sich vermehrt.
aber alles kein Spott. So. Sonderlich viel gewonnen haben wir jetzt aber nicht. 6 Schaden können wir eben machen. Mit dem... 2, 4, 9. Ja, schon wieder gewinnt diese Ranzkarte das Spiel. Tja, ich finde sie ja immer noch doof, aber sie hat schon 2 Siege gebracht. Finde ich diesen Überraschungseffekt immer.